damit! Komm sofort zurück, du Mistkerl! Hä? Du bist tot! Bleib stehen! Hörst du bist tot! Komm sofort zurück! Ob ich wieder unter Drogen gesetzt wurde? Wo ist der hin? Hä? Los! Bin ich unter Drogen gesetzt worden oder? Uah. Uah, ich bin wieder klein. Uah. 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 Hä? Nein. Das ist, wo wir das erste Mal lang gerannt sind. Und hier. Was? Nein. 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 Nee, wir schießen nicht auf Sully. Es ist Sully. Hallo. Was ist das? Nee. Ist hier irgendwas? Oh Gott, ich geh mal hier lang erstmal. Ja, da liegt was. Oh, es ist eklig. Oh, ist das eklig. Oh. Oh, ist das eklig. Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein, kann nicht. Was geht hier vor? Was? Sind wir nicht gerade hier noch lang gelaufen? Und Talbot hinterher? Ich habe keine Ahnung. Was liegt hier? Munition. Oh. Ich sehe kaum was. Setze fest. Kein Ausweg. Hier geht's nicht weiter. Hä? Geht es hier weiter? Kein Ausweg. Kein Ausweg. Sie um. Das Magazin davon. Ihr habt ihn getötet. Ich bringe euch um, ihr Mörder. Hey, wo ist er hin? Was war das? Hey, was war das? Ja, was soll ich denn da machen?
Mörder! Da. Ach. Ja, ist doch... Tut mir leid. Dahin. Der ist doch... Oh, wird jetzt alles ein bisschen einfacher gemacht. Ich glaube, den nehme ich auch mal mit. Sich zurück, weiß ich gar nicht. Ne, hier ist nichts, ne? Ja, und da komme ich auch nicht mehr. Ich muss also da lang. Ach, krass, wie sich alles bewegt, ja. Okay. Na, RPG auch nett. What? Ihr Mörder! Was ist das denn? Was? Was? Das ist richtig schwer, ey. Ihr Mörder! Nein! Das kann nicht sein! Ich drehe an! Ich muss raus! Ach, ey. Hat doch keinen Spaß so. Ihr Mörder! Das kann nicht sein! Ja.
Nun los, schneller. Ey, ich lege da ja die Pumpgun. Oh, ey. Ist jetzt schon krasser, ja, gegen die, ey. Bekommst du auch schon die echt krasseren Waffen drin, ne? Da steht Sully. Ich nehme ja die hier mit. Sully? Sully? Hey, Sully! Nein, nein, er ist tot. Er ist... Sully! Ich... Nein, nein, nein. Hä? Ist ein Hebel? Ich kann Wasser reinlassen? Hä? Da gucken wir mal was. Hä? Hä? Das gibt gar keinen Sinn. Was ist das? Soll ich schon reingehen? Ach Gott, das macht mich echt krank, ja. Was ist das? Ey, Band, los! Los! Hä? Was zum? Oh mein Gott. Was oben ist, ist auch unten. Aber was ist denn hier passiert, bitteschön? Und der Hebel ist weg. Und ich bin aus der Trance raus, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich hat bestimmt so ein Halluzinogen verabreicht. Kapitel 22, die Tagträume. Das war's, Drake. Ich bin doch... Oh. Mann, ey. Oh Mann. Komm her, du Sau. Erhol dich bitte mal. Toll.
hier irgendwas? Oh, dann Gegner. Da. Na. Na. Wie gemein, ja? Was? Was? Wieder hoch. Nimm das! Weg! Hab ich die? Ja. Ich glaube, ich wechsle wieder zu der hier. Findet ihn. Ich kann gerade nicht so viel reden, ich bin gerade so konzentriert, weil ich dieses... Oh, das ist so schwer. Nicht hinter mir haben. Oh. Hä? What the hell? Haben die sich selber ausgenockt? Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Talbot. Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde. Als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist.
Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal.